Wenn die Gemeindezucht eine Gemeinde verlässt, dann geht Christus gleich mit. Wenn die Gemeindezucht eine Gemeinde verlässt, geht Christus gleich mit. Und wir haben das Phänomen, wenn man schaut, so Anfang bzw. Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, dann siehst du das Phänomen, dass in der ganzen Kirchengeschichte es normal war, dass die Gemeinde Jesu Kirchenzucht geübt hat. Erst Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert ist das eine Praxis, die immer mehr in Vergessenheit geraten ist. Und vielleicht habt ihr diese Erfahrung selbst auch gemacht. Vielleicht ist das Wort oder das Thema Gemeindezucht ganz neu. Aber vielleicht habt ihr das auch als Gläubige mitgemacht, dass ihr merkt, Gemeindezucht ist vielleicht in meiner Gemeinde oder in der Christenheit an sich eigentlich kein Thema mehr. Sünde wird toleriert. Das ist in viele verschiedene Schattierungen, Leben und Leben lassen, das Motto. Du siehst vielleicht, dass Menschen, die im Ehebruch leben, in der Gemeinde toleriert werden, Pärchen, die zusammenleben, in der eheähnlichen Gemeinschaft, das ist alles normal ist heute. Gell? Und das, die Frage ist einfach, warum ist das eingebrochen? Auch in die Christenheit. Nun, klar, in erster Linie liberale Bibeltheologie. Wir haben keinen Maßstab mehr, das Wort Gottes ist nicht mehr Autorität, und wo das Wort Gottes weggelassen wird, dann hast du letztendlich keinen Maßstab mehr, um überhaupt irgendetwas zu praktisch umzusetzen, gell? Und du siehst das einmal in den Großkirchen natürlich, da spielt das Wort Gottes in der Regel keine Rolle mehr, darum gibt es ja keine Gemeindezucht, aber auch in den Freikirchen hast du das Problem, dass Gemeindezucht etwas ist, das nicht Priorität hat, das manchmal sogar wirklich vergessen wurde. Gell? Je nachdem, auch wenn du immer freikirchlichen Kreisen bist, je nach Verbund hast du deine Ausbildung auch gemacht an theologischen Schulen, je vom Verbund. Und da spielt die Bibel auch nicht mehr die Rolle, die sie hat. Und bis jetzt haben wir das Problem, da wo das Wort Gottes selbst ernst genommen wird, noch in diesen Kreisen, da ist ein Mangel oft an Gemeindezucht. Und die Frage ist natürlich, woran liegt es? Woran liegt es auch in der bibeltreuen Kreise, dass Gemeindezucht etwas ist, das man vernachlässigt hat? Und ich denke, eines, diese Bibelstelle haben wir gestern schon gelesen, Psalm 50, und zwar der Vers 21. Da geht es im Kontext darum, das sind Sünder, die leben in Sünde. Sie treiben ihre Spielchen mit der Sünde und sie sind ganz erstaunt, weil Gott einfach nichts tut dagegen, gell? Und in Vers 21 heißt es dann, das hast du getan und ich habe geschwiegen, sagt Gott. Und jetzt kommt das Fatale, da meintest du, ich sei gleich wie du. Gell? Gott ist sehr langmütig mit der Sünde. Man kann dann manchmal auf die Idee kommen, wenn er nicht eingreift, dann ist es vielleicht sogar recht und Gott schaut darüber hinweg. Und das ist einfach eine trügerische Sicherheit, gell? Wir haben diese pragmatischen Tendenzen auch in unserer Gemeinden, dass man letztendlich das tut, was anscheinend gut ist, was funktioniert, was auch Wachstum bringt. Aber die Frage ist, Gott guckt da zu, gell? Und dann denkt man, dann kann es ja nur gut sein. Aber Gott lässt sich auch in diesen Dingen nicht spotten. Ich möchte dieses Thema Gemeindezucht heute, ich möchte nicht gleich in die Praxis gehen. Gell, ich weiß, dass das die Menschen umtreibt. Ja, wie macht man das nun? Aber das ist genau das Thema, das ist genau falsch. Denn wenn ich Gemeindezucht letztendlich üben möchte, dann muss ich erstmal verstehen, worum geht's eigentlich? Wem bin ich verantwortlich? Gell, sonst kommen wir wieder an dieses Menschenzentrierte. Wir haben heute sehr viele Menschen. Es geht alles nur um den Mensch. Es geht um dich, um mich, auch in der Gemeinde. Aber es geht eigentlich gar nicht um dich, um mich, sondern es geht um Gott erstmal in erster Linie. Gell? Und wir sehen diese Menschenzentriertheit heute, sei es in der Evangeliumsverkündigung, dass man immer gleich bei Menschen anfängt. Möchtest du nicht in den Himmel kommen? Entschuldigung, wer sagt da nein? Gell? Möchtest du nicht errettet werden? Du brauchst nur Glauben und all das. Du siehst es aber auch im Gemeindebau. Es ist alles menschenzentriert. Gell? Was gefällt ihm? Wie können wir Gemeinde so zum Wachstum bringen, dass es die Menschen schön finden, wenn sie in unsere Kirche gehen? Gell? Ihr habt mal den Spruch gehört, du musst Gemeinde bauen. Letztendlich, du musst vorne die Tür breit machen und hinten musst du zumachen. Das ist absolut nicht biblisch, gerade umgekehrt. Schmal vorne
und hinten unter Umständen breit, gell, dass die Echten drin bleiben. Und das ist eben, denke ich, dieses Problem, dass wir sehr menschenzentriert Gemeinden auch bauen. Und dann ist es klar, dass du da keine Gemeindezucht mehr hast. Ich möchte kurz einen Artikel, der sehr aktuell ist, ich möchte gerade mal schauen, das ist eine Gemeinde in Berlin. Hätte woanders sein können, aber da geht ein Reporter, ist ein weltlicher Reporter, und der möchte gucken, was in der Christenheit so losgeht, was da so los ist. Und ich lese gerade mal zwei, drei Abschnitte vor. Der kommt da rein und es ist ein großes Kino, gell? Ist noch nicht schlimm, aber er beschreibt dann in diesem Artikel, je näher man der Kinoleinwand kommt, desto voller werden die Reihen, desto euphorischer wirken die Menschen. Alle sind jung, sind hip, Männer mit 3-Tage-Bart, Tattoos, Lederjacken, Frauen in Kleider und zerrissenen Jeans, High Heels, Sneakers. 300 Freunde, die sich mit Jesus im Kino verabreden. Menschen, die man in Berlins coolsten Clubs erwarten würde. Gell, also er sagt, er kommt da rein und er hat eigentlich gar keinen Unterschied zwischen der Welt und dieser Gemeinde. Und er geht dann weiter, er sagt letztendlich, als es dann zum Lobpreis kommt, das ist die Hillsong Berlin, nennt sich diese Gemeinde, da sagt er, mit klassischen Kirchenlieder haben die nicht viel gemein. Pop, Rock, Elektro, die fast 10-köpfige Band kennt keine Grenzen. Nur der Text erinnert daran, dass hier ein Gottesdienst ist und kein Rockkonzert. Gell? Jetzt kannst du sagen, das ist eine Ausnahme, ist es aber nicht. Das sind genau die Gemeinden, die heute laufen. Ich sage mal Gemeinden in Anführungsstrichen. Und dann ist es klar, wenn du so eine Gemeinde aufbaust, gell? Ich sage nicht, dass es da keine Gläubigen gibt, aber das Problem ist, diese Gemeinden haben meistens wenig Lehre und sehr wenig Gemeindezucht. Und deswegen ist es mein Ziel, jetzt aufzuzeigen, den Grund, bevor wir in die Praxis gehen, werden wir auch tun, schnell, und dann werde ich aber die Brüder, wollen wir euch fragen, ihr Fragen habt zur Praxis, dann, dass ich nicht allein hier stehe, sondern dann dürft ihr praktische Fragen stellen. Aber ich möchte eher den Grund legen, die Theorie, gell, dahinter. Ich glaube, dass Gemeindezucht, die Lehre, nicht sehr schwer ist. Das Problem ist nicht das Verstehen, sondern das Tun. Das wirklich mutig sein und es wirklich tun. Deswegen möchte ich am Anfang drei Gründe nennen, warum ich glaube, dass Gemeindezucht heute nicht mehr angesagt ist. Und der erste Grund, die erste These, die ich aufstelle, ist, wir üben keine Gemeindezucht mehr in unseren Gemeinden, weil wir nicht wissen, wer Gott ist. Das ist meine erste These. Wir haben vergessen, wer Gott ist. Es ist manchmal so, auch unter den Gläubigen, ich kenne das, dass man manchmal unbewusst denkt, mit dem Kommen Jesu hätte sich Gott grundlegend geändert. Ja, mit Jesu hätte die Sünde aufgehört, es ist nur noch Liebe, es ist nur noch Toleranz, es ist nur noch Friede. Das ist ja alles richtig. Mit Jesus hat was angefangen, was Neues. Aber Gott ist trotzdem derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und mit dem Kommen Jesu hat die Heiligkeit Gottes in keinster Weise nachgelassen. Sie überhaupt nicht. Gell, aber manchmal ist es so in den Köpfen drin. Man nimmt dann oft Bibelstelle aus dem Zusammenhang. Ja, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, wir sind alle frei, Jesus ist das Ende des Gesetzes, ist ja alles richtig. Aber das heißt nicht, dass Gott seine Heiligkeit grundsätzlich aufgegeben hat. Und ich denke, das ist das große Problem. Wir haben vergessen, dass Gott ein heiliger Gott ist, und zwar heute noch, im 21. Jahrhundert. Wenn wir mal schauen in 2. Mose, das ist eine Bibelstelle, die ich immer sehr gern lese, in 2. Mose 3, das ist eine sehr bekannte Stelle. Da ist ja dieses Volk Israel in Ägypten, das auserwählte Volk, und Mose ist jetzt in Midian, gell? Und er hat dann diese Erscheinung, der brennende Dornenbusch, der Engel des Herrn erscheint ihm dort. Und laut Bibel ist der Engel des Herrn niemand anders als der Herr Jesus selbst, der sich offenbart. Und jetzt kommt dieser Mose, er ist neugierig, er geht zu diesem Dornbusch und dann sagt der Herr Jesus in Vers 5, da sprach er, Jesus, durch den Dornbusch, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Wisst ihr, und dann sagt er in Vers 6, Mose, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.
Wisst ihr, frag mal, wo ich heute diese Furcht Gottes, diese Ehrfurcht von Gott, auch in unseren Gemeinden und vielleicht gerade in unseren Gemeinden, ich rede nicht von der furchtsamen Gott, die ein Gläubiger hat er nicht, aber diese Ehrfurcht vor Gott, dass Gott ein heiliger Gott ist. Gell? Wir haben heute mehr so, Jesus ist der große Bruder. Jesus lässt immer 5 Grade sein. Ich sag mal etwas, das getraue ich mich kaum auszusprechen. Wir haben aus Jesus einen sehr schwachen und verweiblichten Jesus gemacht. Es gab mal eine Umfrage in Amerika, da bin ich ja schon ein bisschen her, dann hat man gefragt, woran liegt es, dass die Gemeinden heute immer mehr und mehr verweiblichen? Man hat rausgefunden, beziehungsweise man hat die Frage gestellt, warum fällt es Männern so schwer, heute in Gemeinden zu kommen? Und dann hat man rausgefunden, die Gemeinden verweiblichen immer mehr und mehr. Was heißt das? Das Problem ist, das ist ein Kreislauf. Männer haben ihre von Gott gegebenen Ordnung, dass sie leiten sollen, dass sie führen sollen, nicht mehr wahrgenommen, auch in der Gemeinde nicht. Dann haben Gott sei Dank, ja, sagen wir jetzt Gott sei Dank, pragmatisch die Frauen natürlich, irgendjemand musste ja weiter, und haben die Frauen, das merkst du heute, dass Frau viel Kinderarbeit und alles Mögliche ist ja gut, aber es ist heute in Frauenhand, das ist ganz selbstverständlich. Gell? Und man hat gemerkt, dass sich Männer schwer tun, weil es in den Gemeinden sehr weiblich zugeht. Du hast schöne Blümchen drin, was schön ist. Ich sage nichts gegen Blümchen, wir haben auch in unserer Gemeinde Blümchen. Aber du hast Lobpreis, da geht es immer ums Gefühl, ums Herz. Da bist du jetzt nicht mal so ein gestandener Mann vom Bau. Ich meine, weißt du, wenn er Jesus kennenlernt, dann ist ihm egal, wo er reingeht. Aber nimm mal so ein Mann, der aus dem Knast oder irgendwie ein gestandener Mann, er wird sich da relativ unwohl fühlen erstmal, gell? Das ist natürlich der Kreislauf, der da eingedrungen ist. Es ist alles so gefühlsbetont. Auch von den Liedern her. Wisst ihr, wenn du heute ein altes Evangeliumslied mal hörst, wo doch vom Kampf die Rede ist, mich wundert es manchmal, die werden heute wahrscheinlich zensiert irgendwann, gell? Weil du da nicht das Gefühl, da ist wirklich noch Kampf, da wollen die, das ist wunderbar, aber das kennen die Gläubigen heute oft gar nicht mehr. Das heißt, es ist was in die Gemeinde gedrungen auch, wisst ihr, genau dasselbe ist, die Gläubigen werden heute auch, zähle ich mich drunter, sehr verhätschelt, gell? Ich habe 5 Jahre Theologieausbildung, ist eigentlich egal, an welche Ausbildungsstelle, und das sind bibeltreue Ausbildungsstellen, da hast du normal, dass du in Psychologie und Seelsorge ausgebildet wirst. Gell? Ich habe das Ganze mitgemacht, auch biblisch-therapeutische Seelsorge, alles durchlaufen. Das ist ja letztendlich nichts anderes als Psychologie mit einem kleinen christlichen Gewand. Ja, da ist nicht viel biblisch da. Ich sage nicht, dass da Brüder sind, die wirklich Gutes tun wollen. Überhaupt, das sind wirklich brennende Leute. Aber ich frage mal ganz einfach, müssen wir einen Jung oder einen Freud als Hilfe nehmen, um Gläubige in der Spur zu halten? Ich denke nicht. Gell? Aber das ist genau das Gleiche. Und dann wirst du verhätschelt mit Psychologie. Du musst dich erstmal selbst lieben, bevor du andere liebst. Und erstmal, das ist alles. Es gibt letztendlich in der Gemeinde kein Verständnis mehr für einen herrschenden Jesus. Er ist Liebe, vollkommen. Aber wenn du mal auch ganz nüchtern Psalm 2 liest, er wird herrschen, sein Zepter wird er aufrichten, Sacharja, wo er kommt und wird herrschen, wird die Feinde. Wisst ihr, das ist Jesus als Ganzes. Du kannst nicht immer nur einen Teil nehmen. Und ich denke, das fehlt. Und wenn so eine Sicht von Jesus immer weniger nimmt, ja, Entschuldigung, wo brauche ich da noch Gemeindezucht? Wenn eh jeder machen kann, was er will. Gell? Und ich denke, das ist ein großes Problem. 2. Mose 19, das ist die nächste Stelle. Auch da geht es nochmal darum, ab Vers, oder ich lese nur den 19,12, 2. Mose 19,12, da sagt der Herr Jesus auch hier wieder, die Gläubigen kommen zum Berg Sinai. Gell? Und hier heißt es, und zieh dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Also auch hier siehst du wieder die absolute Heiligkeit Gottes.
Grenzen ziehen. Wisst ihr, die Gesellschaft kennt, das haben wir ja gestern auch schon, die ganzen Tage eigentlich gehört, die Gesellschaft kennt eigentlich sehr schwer nur noch Grenzen. Gell? Wir sind oft dabei, die Grenzen, wisst ihr, wir halten ja nicht mal mehr die menschlichen Grenzen ein. Wie viel weniger dann die Gottesgrenzen. Es ist wirklich gruselig manchmal. Wir haben keine Probleme mehr, die Grenzen Gottes zu verrücken heute. Sei es ins Liberale, dass wir sie weitermachen, als Gott sie selbst setzt. Gell? Das haben wir dann. Und ich denke, da denke ich gerade an unsere... Ich meine, du darfst die Grenzen auch nicht enger machen. Das ist genauso falsch. Aber da, wo... Und ich rede jetzt mal gerade an Gemeindeleiter und als erstes zu mir. Mir gruselt es davor. Wenn du Gemeinde baust und sowas siehst, überlegst du dir doch zweimal, was du machst. Du stehst vor einem heiligen Gott, wisst ihr, und Prediger mit falscher Autorität, die nach rechts abdriften, die den Gläubigen Dinge aufbürden, die sie gar nicht machen sollen, ist genauso falsch wie Prediger, die das Tor auf einmal öffnen und sagen, kannst du im Grunde genommen alles machen. Jeremia 23 sagt mal, wehe den Hirten, welche meine Schafe verderben und zerstreuen. Ich denke, das ist für mich zumindest ein aufrüttelndes Wort. Das Empfinden ist letztendlich von Autorität verloren gegangen. Ich habe vom Gläubigen gehört, ich weiß gar nicht, der war bestimmt nicht gläubig, nee, aber er war ein Staatsanwalt, ist gestorben, auf dem Sterbebett hat er gesagt, mach mir meine Robe mit in den Sarg. Fragen die Leute, ja, warum soll er die Robe mit in den Sarg machen? Dann sagt er, wenn ich vor Gott stehe, dann werde ich mit ihm ins Gericht gehen. Wisst ihr, das ist die Torheit des Menschen, dass er überhaupt nicht mehr weiß, was er sagt. Gell, das ist Römer 1, was wir gestern auch gehört haben. Gott hat sie dahingegeben in ihrer Gesinnung. Die Leute wissen gar nicht mehr, wem sie gegenüberstehen. Siehst du heute Polizei, nur Beispiel, Polizei, ich wollte früher mal zur Polizei, bin froh, dass sie nicht gemacht haben, die müssen sich halt alles gefallen lassen. Gell? Da gibt es keine Autorität mehr, keine Ehrfurcht mehr. Wie denkst du über diesen Jesus? Wie bist du aufgewachsen über diesen Jesus? Was ist dein Bild von Jesus? Ich denke, das ist eine Frage, die sollten wir uns stellen und fragen, ist mein biblisches Bild von Jesus akkurat dem, was die Bibel sagt? Jesaja 6, die Heiligkeit des Herrn, gell? Offenbarung 4, 8, dreimal heilig. Jesaja hat nicht mal auf die Idee ist er gekommen, seinen Mund aufzumachen, ehe Gott ihn nicht mit Kohle anrührt. Gell? Und dann kommt noch ein Bibelvers, den möchte ich auch noch lesen. Auch das ist wieder Gemeinde, auch für uns Gemeindeleiter, aber natürlich auch für alle anderen. Das ist 3. Mose 10. Das ist für mich eine Stelle, ja, die kannst du nach heutigem Toleranzverständnis, da fragen wir uns auch manchmal, warum tut Gott es? Aber 3. Mose 10, da geht es ja um Nadab und Abihu, aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus vor dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Wisst ihr auch, das ist wieder ein Wort an Gemeindeleiter, natürlich an uns alle, aber wie bauen wir Gemeinde? Wie schnell geht dieses fremde Feuer, wo Gott gar nicht will? Weißt du, manchmal denkst du ja, hey, ja, pragmatisch, je pragmatischer, je toller. Das ist ein Trugschluss. Er sagt hier, fremdes Feuer duldet der Herr in der Gemeinde nicht. Gott spielt letztendlich nicht mit der Sünde. Das müssen wir uns vor Augen halten. Gell? Und das ist auch in unserer Evangeliumsverkündigung gerade, ihr kennt es sicher und das ist wahr, dass wir Menschen erreichen wollen, das ist richtig. Aber ihr kennt vielleicht auch den Spruch, Gott liebt den Sünder und hasst die Sünde. Und das ist wunderbar und das ist wahr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Das ist recht. Aber jetzt kannst du wieder in das andere Extrem fallen, das nur. Aber wisst ihr, wollen wir uns mal Psalm 5 lesen. Psalm 5, und das ist eben auch eine Wahrheit, die die Bibel ganz klar lehrt. Gott liebt den Sünder. Aber jetzt möchte ich Psalm 5 lesen. Ich möchte einfach, dass wir ein bisschen verstehen in aller Kürze, wie Gott denkt. Psalm 5, 5.
Da heißt es, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Und jetzt kommt es, du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, die Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Hier sagt das Wort ganz klar, Gott hasst auch den Sünder. Natürlich liebt er den Sünder, indem er seinen Sohn sendet, aber er hasst den Sünder. Und jetzt frage ich euch mal ganz einfach, wen wirft Gott in die Hölle? Er wirft nicht die Sünde in die Hölle, er wirft den Sünder in die Hölle. Das heißt, jeder, der nicht umkehrt, wisst ihr, zu diesem barmherzigen, liebevollen Jesus, auf dem liegt der Zorn Gottes, beziehungsweise er bleibt auf ihm. Gell? Und das ist etwas, wo wir vielleicht auch neu wieder uns vor Auge halten müssen. Gott spielt einfach nicht mit der Sünde. Er möchte nicht, dass jemand in Sünde lebt. Aber er hat alles bereitgestellt, damit wir dadurch frei werden. Wisst ihr, und das ist das wunderbare Evangelium. Ich denke, man lernt das Evangelium nicht schätzen, wenn ich nicht weiß, wer Gott ist. Mein größtes Problem ist, dass ich einen guten Gott habe, hat mal ein Prediger gesagt. Das größte Problem ist ein guter Gott. Warum? Weil ich nicht gut bin. Und ich werde eines Tages vor diesem guten Gott stehen. Dank Jesu kann ich vor ihm bestehen, weil er ist meine Gerechtigkeit. Gell? Aber wenn ich das den Menschen immer sage, wenn ich nur sage, willst du in den Himmel kommen, da gibt es keine Buße, da gibt es keine Heiligung, ja, wo gibt es dann bitte schön Gemeindezucht? Brauche ich doch nicht. Das ist meine erste These. Wir haben vergessen, dass Gott heilig ist. Aber wenn uns das vor Augen gemalt wird wieder, dann weiß ich erst mal, vor wem stehe ich eigentlich. Und Gott ist ein Gott, der Heiligkeit der Sünde nicht duldet. Und es kommt, führt zu unserem zweiten Punkt. Warum gibt es keine Gemeindezucht mehr heute in den Gemeinden? Weil, das ist der zweite Punkt, wir haben die Heiligkeit des Gläubigen vergessen. Wir haben vergessen, ich sage das jetzt allgemein, aber wir haben in unserer Christenheit vergessen, dass nicht nur Gott heilig ist, sondern dass ein Gläubiger, der Jesus Christus nachfolgt, dass er genauso heilig sein soll wie Gott. Da möchte ich 1. Petrus 1 lesen. Da sagt Gott ganz klar, 1. Petrus 1, 15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, das haben wir jetzt gerade gesehen, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das heißt, wenn ich reingewaschen bin durch Jesu Blut, wenn ich die Vergebung angenommen habe, dann bin ich in der Sekunde reingewaschen, heilig. Der Herr Jesus ist meine Heiligkeit, ich bin von der Stellung her heilig. Aber die Bibel sagt mir auch ganz klar im Hebräerbrief, jetzt strebt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Gell, das sind diese zwei Seiten einer Medaille. Ich soll jetzt gehen in der Heiligung voran. Das heißt nicht, dass ich sündlos bin. Gell? Das ist ja klar. Also, beziehungsweise in der Kirchengeschichte war das nicht immer so klar. Aber das heißt, dass ich, wenn ich sündige, nehme ich die Buße in Anspruch, 1. Johannes 1, 7, aber ansonsten strebe ich danach, mich, und das haben wir auch gestern gehabt, mich von der Gesetzlosigkeit zu reinigen, von der mich der Herr ja gereinigt hat, und ich gehe einen Weg in der Spur des Herrn Jesus. Und das ist letztendlich nichts anderes als Römer 6, 1. Ja, Römer 6, 1 ist eigentlich das praktische Programm. In Römer 6, da heißt es, er hat uns reingewaschen. Das macht Paulus klar und deutlich. Wir waren alle unter der Sünde. Der Herr Jesus hat uns reingewaschen. Und jetzt, was ist das Programm für den Gläubigen? Was ist das Programm, sag mal, für den normalen Gläubigen? Römer 6, 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und jetzt sagt er ganz einfach, nein, sondern das sei fern. Ja, die Logik ist ja klar eigentlich. Ja, wenn die Gnade Gottes so überschwänglich ist, dass sie mich von allem reinigt, ja, wenn ich dann weiter sündige, dann wird die Gnade immer größer. Logisch gesehen ist das klar. Und manchmal beruft man sich vielleicht als Gläubiger so, sagt man, dass man sagt, ja, mir wird ja sowieso alles vergeben. Paulus sagt, das sei ferne. Er sagt eigentlich, das ist das Unlogischste, was es in diesem Weltall überhaupt gibt. Es geht nicht. Du kannst nicht in der Sünde verharren, wenn du ein gläubiger Christ bist. Nicht dauernd. Und er sagt, das sei ferne.
Und es ist interessant, dass dieses das sei ferne, interessant, man kann das, es kommt im Römerbrief vor öfters, und einmal sagt er in Römer 11, 1 in Bezug auf das sei ferne, es ist eigentlich unmöglich, dass du sowas tust. Er sagt es in Bezug auf Israel, er sagt, oder er stellt die Frage, ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk Israel verstoßen? Was sagt er dann? Das sei fern. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist unlogisch. Und genau so sollst du mit der Sünde. Das ist unlogisch, wenn ein Gläubiger andauernd in Sünde lebt. Wisst ihr, ich habe gerade 80 Seiten meiner Masterarbeit jetzt geschrieben über das Thema Amillennialismus. Das ist eine endzeitliche Ansicht, die sagt, es gibt kein tausendjähriges Reich, einmal, und Israel hat keine Zukunft, sondern die Gemeinde hat Israel letztendlich ersetzt. Gell? Jetzt muss ich 80 Seiten schreiben und schreiben, 80 Seiten. Wisst ihr, was ich auf die Idee gekommen bin? Ich habe mir gedacht, ich mache es mal lustig, ich mache einfach ein Blatt, Frage, ist der Amillennialismus biblisch? Antwort, Römer 11, 1, nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Das ist meine These. Ich habe überlegt, ob ich das so machen soll und einschicken soll, aber die hätte mich wahrscheinlich rausgeschmissen. Wisst ihr, es ist genauso unmöglich, dass Gott sein Volk, dass es kein tausendjähriges Reich gibt und dass Israel, wie dass du und ich noch in der Sünde beharrlich leben. Das geht nicht. Gell? Und das ist etwas, wo auch, denke ich, wir als Gläubigen uns neu vor Augen halten. Gell? Und das beinhaltet dann ganz praktisch 1. Johannes 2, wir sollen die Welt nicht lieben, das heißt das System dahinter, wir sollen uns von der Weltliebe, von der Welt Gebrauch machen, aber so, als gebrauchten wir sie nicht. Das ist dein Programm, wir sollen die Welt nicht lieben, wir sollen keine Kompromisse mit der Welt machen. Jetzt frage ich mich, du baust so eine Gemeinde, die gleich der Welt ist, wo coole Musik hat, wo coole Leute sind. Wisst ihr, mein Professor hat mal gesagt zu mir, du würdest gut bei den Jesus Freaks reinpassen. Gell? Tattoos und alles, ja, es mag sein, von der Lehre her denke ich weniger. Aber ich kam auch schon mal auf den Gedanken, sollte ich vielleicht nicht Gemeinde gründen. Gell? Das war schon länger her. Und dann dachte ich auch, wenn ich Gemeinde gründe, dann würde ich sie machen. Cool, lockere Kleidung, wunderbare Musik. Weißt du, so denkst du dann. Und das zieht ja die Leute an, aber das sagt das Wort Gottes eben nicht. Gell? Und das heißt einmal als Gläubiger, wir lieben die Welt nicht. Und das Zweite ist natürlich, da wo es nötig ist, das sondern wir uns ab. Das haben wir auch gestern gesehen. Ein Gläubiger in dieser Welt sondert sich von der Sünde ab. Er sondert sich von Ungläubigen ab, in dem Sinn, dass er keine Gemeinschaft mit ihnen hat, in Arbeitsweise. Ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr? Und das ist etwas auch. Gemeindezucht heißt, dass sich letztendlich auch absondern von Sünde, von Sündern. Zu uns kommen zurzeit Leute in die Gemeinde, die sind von der Charismatik. Gell? Die kommen von der Charismatik raus und gucken bei uns, ob sie da zu Hause haben. Und deswegen musste ich mich jetzt auch wieder ein bisschen mit der Charismatik beschäftigen und habe nochmal die Berliner Erklärung durchgelesen, gell? Und ein bisschen studiert auch. Die Bibel sagt ganz klar, ich soll mich absondern. Auch von solchen Dingen, wo Fehlgehen in der Christenheit. Wisst ihr, jetzt haben wir das gestern gehört. Berliner Erklärung, das war vor 100 Jahren, ein bisschen mehr. Da hatten General von Fieban, ein Elias Schrenk, ein Michaelis, die haben dort letztendlich sich gegen die charismatische Entwicklung positioniert. Jetzt hast du 110 Jahre circa später, ist alles vergessen. Ist alles vergessen. Und jetzt haben wir gestern gehört, ja, wer waren jetzt die Narren? Die Leute, die da klar standen? Oder wir? Und dann ist das Problem eben, dass du heute sagst, wenn ich mich von diesen Dingen absondere, dann bist du der radikale Extreme und dann kriegst du Gegenwind. Aber auch hier wieder ist Absonderung einfach biblisch. Ein Gläubiger ist heilig. Er soll heilig, gerecht und tadellos sein in dieser Welt. Er soll die Sünde töten, Kolosser 3, 5. Er soll keine Kompromisse machen. Und ich denke, das ist das Zweite, was wir uns einfach vor Augen halten. Und die Frage auch hier wieder ganz praktisch, oder ja, was hast du eine Sicht auf dich selbst? Weißt du das tun sollst, dass du ein gerettetes Kind Gottes bist, aber dass du der Heiligung auch nachstreben sollst, ohne die niemand den Herrn sehen wird? Und das führt uns letztendlich zum dritten Punkt.
Heiligkeit Gottes, die Heiligkeit der Gläubigen, das führt, wir haben Gemeindezucht vergessen, weil wir den Auftrag der Gemeinde vergessen haben. Und das ist die Heiligkeit der Gemeinde. Dazu möchte ich eine Bibelstelle lesen, Epheser 5, 25. Das ist letztendlich das, was sich Gott unter der Gemeinde der wahren Gläubigen vorstellt. Epheser 5, 25 sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist letztendlich das Programm für die Gemeinde. Dort, wo sich Gläubige dann letztendlich in der Ortsgemeinde treffen, aber auch weltweit in diesem Leib, da ist das Programm der Gemeinde, dass sie heilig ist, dass sie tadellos sein soll und dass sie vor allem einen Unterschied macht zu dieser verkommenen Welt. Wir haben es gestern, denke ich, eindrücklich gehört, dass diese Gesetzlosigkeit, die hier überhand nimmt, dass wir letztendlich der Gegenpol dafür sein sollten. Dass eine Gemeinde anders tickt, als die Welt da draußen tickt. Sie hat andere Maßstäbe, sie hat einen anderen Herrn. Wir kommen gleich noch zur Praxis. Aber ich will noch ein Beispiel nehmen, was wir aus der Gemeinde gemacht haben. Das habe ich von einem Prediger gehört, das war sehr eindrücklich, deswegen möchte ich es wiedergeben. Es war ein König, der hatte eine Braut. Es war eine wunderbare Braut. Es war eine sehr einfältige Braut, es war eine sehr natürliche Braut, aber es war eine schöne Braut. Und dieser König sagt jetzt zu seinem Knecht, ich muss für Jahre hinweggehen. Ich werde das Land verlassen und ich lasse meine Braut hier. Ich befehle sie dir, Knecht, an und ich gebe dir hier Punkte, was du mit meiner Braut tun sollst. Du sollst nicht mehr machen und du sollst nicht weniger machen mit meiner Braut. Du sollst nur eins tun, das, was ich geschrieben habe, das sollst du tun. Und dieser König geht und er kommt lange nicht wieder. Und das Volk wird unruhig. Gell? Und so langsam merkst du, das Volk vergisst den König und es fällt ab vom König. Was macht nun der Knecht? Er nimmt diese wunderbare Braut, er bemalt sie in ihrem Gesicht wie eine Prostituierte, er zieht ihr Hurenkleider an und er lässt sie in diesem Hof auf und ab gehen. Und er hat nur einen Zweck damit, dass die fleischlichen Männer und die Leute, die fleischlich sind, dass sie Gefallen haben an dieser Frau. Er will sie so locken. Das Gleiche haben wir mit der Gemeinde gemacht. Wir haben sie entstellt, wir haben das, was der König uns aufgetragen hat, haben wir letztendlich alles über Bord geworfen, haben unsere eigenen Regeln gemacht. Und jetzt frage ich euch mal, wenn es mit eurer Frau passieren würde, was würdet ihr machen? Ich frage euch, was macht der König, wenn er zurückkommt mit den Verantwortlichen der Gemeinde? Wir haben es gestern in Matthäus 24 gehört. Wir haben nicht viel zu tun als Gemeindeleiter. Wir haben eine große Aufgabe, wir haben eine sehr einfältige Aufgabe. Wir sollen treu sein, treue Knechte sein. Keiner hat uns je berufen, dass wir schlau sein sollen. Keiner hat uns je gerufen, dass wir innovativ sein sollen. Wir sollen nur das tun, was der König tut, was er uns gesagt hat. Und das beinhaltet unter anderem die Gemeindezucht. Und ich denke, das ist jetzt im Recht der Zeit, die mir davonläuft. Ich möchte jetzt auf die Gemeindezucht eingehen und zwar punktuell, also wirklich sehr grob. Und danach dürft ihr, denke ich, auch an die erfahrenen Männer, die dann auch praktisch sicher Antworten haben, eure praktischen Fragen stellen, wenn es um Gemeindezucht geht. Aber ich möchte jetzt schauen, jetzt wollen wir den letzten Punkt Gemeindezucht anschauen. Und wisst ihr, wenn man Gemeindezucht, das Wort Zucht hört, dann kannst du ja unter anderem, je nachdem, was du für Assoziationen mit Zucht hast, vielleicht auch anders werden. Gell? Wir leben in der gefallenen Schöpfung. Zucht war nicht immer gut. In dem Sinn, dass vielleicht Missbrauch auch geschehen ist. Vielleicht haben wir Eltern gehabt, die Zucht missbraucht haben. Es kann sein, dass wir schlecht davon denken. Wir haben es gestern gehört, wenn da zum Beispiel Landjäger um die Ohren geflogen sind, dann hast du vielleicht in der Zucht etwas Negatives. Aber wisst ihr,
Gott, ich habe das Ding, das ist eigentlich gar nicht schlecht, gell? Dieser, meine Frau arbeitet im Fleischwurstfachverkäuferin. Ich wäre da an der Quelle. ja, aber wisst ihr, wir haben auch, das ist ja eben das Menschliche, wenn Menschen Macht missbrauchen, das gibt es im Reich Gottes eben auch, dass sie Gläubige mit Dingen beschweren, die mit der biblischen Zucht überhaupt nichts zu tun haben. Gell? Das ist natürlich fatal. Aber wenn Gott über Zucht spricht, dann spricht er davon als etwas Gutes. Gell? In Hebräer 12, das könnt ihr dann lesen, da spricht Gott über die Zucht gegenüber eines jeden Gläubigen. Und er tut es wie ein Vater zu seinem Kind. Gell? Das ist etwas Gutes. Er sagt, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er macht es, lest Hebräer 12, das ist etwas Wunderbares. Gell? Und das ist letztendlich auch einleuchtend. Jeder, der Kinder hat, der weiß, du kannst die Kinder nicht laufen lassen. Das geht nicht. Gell? Ich habe eine 2-jährige Tochter. Wenn die mich fragt, Papa, krieg ich ein Eis? Sage ich, Grace, du hast heute schon ein Eis gehabt. Gell? Das heißt, die wird den ganzen Tag nur Eis essen, wenn sie dürft. Gell? Und dann kommt sie zu mir mit ihren großen Augen. Ja, Papa, aber nur noch eins. Sag ich, nein, hast schon gehabt. Ja, Papa, aber nur noch eins, dann ist Schluss. Ja, gut, dann mach, aber. Eigentlich bin ich nicht prädestiniert, hier über Zucht zu sprechen, gell? Aber uns sollte klar sein, wenn wir über Gemeindezucht sprechen, dann ist es etwas Gutes, das Gott mit uns im Sinn hat. Und letztendlich wollte ich jetzt zum Ende die klassische Stelle über Gemeindezucht lesen, beziehungsweise wirklich nur punktuell durchgehen. Gell? Das ist 1. Korinther 5. Damit wir jetzt dann das Gefühl bekommen, was heißt eigentlich Gemeindezucht? Ich mache das wirklich sehr kurz und dann dürft ihr Fragen dazu stellen. 1. Korinther 5, ab 1, da geht es jetzt wirklich ganz praktisch um die Gemeindezucht. Das heißt, in einer Gemeinde, die zwar hier nicht perfekt ist, aber es ist eine heilige Gemeinde. Und da sagte Paulus in Vers 1, Kapitel 5, Vers 1, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Also hier haben wir jetzt einen ganz klaren Fall, sehr praktisch, sehr plastisch dargestellt. In der Gemeinde, in der heiligen Gemeinde ist ein Mann und er nennt sich Bruder, also er sagt für sich selbst, er ist ein Gläubiger und er lebt in praktischer Unzucht. Das heißt, Unzucht, in diesem Fall hat er die Frau seines Vaters, was nach 3. Mose 18 verboten war. Aber Unzucht generell ist ja alles, was außerhalb der Ehe ist. Gell? Also wir können das weiterfassen. Außerhalb der Ehe, alles, was außerhalb der Ehe ist, muss noch betonen, zwischen Mann und Frau, ist Sünde. Und diesen Fall hast du jetzt hier in der Gemeinde. Er sagt, das ist der Zustand. Du hast Sünde in der Gemeinde. Und jetzt sagt er in Vers 2, was hätten die normalen Gläubigen jetzt tun sollen? Was wäre der Normalzustand gewesen? Er sagt in Vers 2, und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Das ist jetzt ganz biblisch Gemeindezucht. Er sagt, da ist einer, der lebt in Unzucht. Es ist publik. Was soll ich tun? Er sagt, erstmal, ihr sollt Leid tragen. Und dieses Leid im Griechischen heißt, wird mit Trauer. Ihr sollt wirklich, bei einem Toten sollt ihr Trauer tragen. Ich stelle mal in Frage, ob das bei uns in den Gemeinden heute, in der Gemeinde generell geschieht, dass wir Leid tragen. Gell? Das Erste ist ja, dass wir oft sagen, ja, wenn sowas geschieht, ja, wer bin ich jetzt, dass ich das verurteile? Wer bin ich jetzt, dass ich da was sage? Die Gemeinde sagt hier, die denkt ja eigentlich, sie ist so geistlich, die haben ja alles. Es ist traurig, dass ihr so etwas in eurer Gemeinde duldet. Und jetzt sagt der Paulus eigentlich nur eins. Er sagt, was ihr tun müsst, Geschwister, wenn ihr sowas seht, ihr müsst handeln. Und er sagt ganz einfach, denn ich, als ich im Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus, nachdem euer Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, ihn dem Satan zu übergeben. Wisst ihr, er sagt jetzt letztendlich, ich, Paulus,
Es ist nicht meine Meinung, dass ich bin nicht der Gesetzliche, sondern ich sage letztendlich, ihr müsst diesen Mann hinaustun, genauso wie wenn Jesus hier wäre. Wenn er da wäre an meiner Stelle, würde er euch genau das Gleiche sagen. Er muss weg und er begleitet es dann auch. Er sagt es, was hat denn der Sauerteig in der Gemeinde überhaupt zu schaffen? Was hat der Gläubige mit Sauerteig in der Gemeinde zu schaffen? Nix. Gell? Das sei fern, könnte man da einsetzen. Es hat überhaupt keinen Sinn und deswegen musst du ihn aus der Mitte hinwegtun. Gell? Und dieses Hinwegtun, das ist jetzt gekoppelt mit Matthäus 18 natürlich. Gell? Diese praktischen Schritte, wie gehe ich vor, bis ich jetzt jemand vor die Tür setze, also dem Satan überlasse, das ist Matthäus 18 natürlich. Können wir noch kurz reingehen. Matthäus 18, denn da hast du letztendlich jetzt praktische Schritte, wie nicht nur der Gemeindeleiter vorgeht, sondern wie du und ich vorgehen, wenn ich Sünde in der Gemeinde sehe. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat. Das kannst du natürlich einwenden, wenn da jemand in der Gemeinde ist, der Unzucht treibt, was geht es mich an? Er sündigt ja nicht an mir. Das ist ein großer Trugschluss. Wer wird verunehrlicht? Der Herr Jesus. Zu wem gehöre ich? Wer ist mein Herr? Der Herr Jesus. Wer kommt in Verruf? Die Gemeinde. Das heißt, es geht mich genauso an. Du kannst dir nicht sagen, nur weil es nicht persönlich an mir tut, geht es mich nichts an. Gell? Das heißt, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, was sollst du jetzt machen? Das ist ganz einfach eigentlich. Und da mangelt es schon. Ich gehe zu diesem Bruder oder zur Schwester hin, in aller Demut, Sanftmut und Langmut und sage, ich rede einfach mit ihr. Ich frage ihr, ich sehe da Dinge in deinem Leben, gell? Auf einer demütigen Art und Weise, nicht mit dem Holzhammer und sage, das und das ist in deinem Leben. Und Gott sagt hier, wenn du das hinbekommst, dass dieser Bruder oder diese Schwester umkehrt, dann hast du einen Bruder gewonnen. Das ist das Erste. Aber da ist schon wieder die Menschenfurcht. Wer bin ich, dass ich jetzt zu dem Bruder, zu der Schwester gehe? Aber das ist unsere Verantwortung, Geschwister. Es geht nicht um uns, sondern um den Herr Jesus. Das heißt, ich gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Gell? Ich habe mal gelesen von einem Bruder, der war in Unzucht. Er hat seine Frau betrogen. Und ein Bruder hat es mitbekommen, bevor es so laut wurde in der Gemeinde. Und er ist zu diesem Bruder hin und hat gesagt, du lebst in Sünde. Du musst umkehren. Wisst ihr, was der Bruder gemacht hat? Er hat gesagt, ich danke dir so sehr, dass du das so offen ansprichst. Ich werde heute noch diese Beziehung beenden. Und er hat es getan. Gell? Es kann natürlich sein, dass der Bruder sagt zu dir, wer bist du eigentlich, was geht es dich überhaupt an? Dann machst du Schritt 2, Vers 16. Hört aber nicht, so nimm doch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Und dann sagt er, mach das, in aller Demut, Sanftmut und Langmut, geh hin, überzeug ihn, wenn nicht, dann bringst du es vor die Gemeinde. Und das ist jetzt auch wieder. Man muss es einfach nur tun. Wisst ihr, wenn ich das meiner Tochter zum Lesen gebe, dann kann sie mir sagen, was sie tun soll. Aber wir müssen es einfach nur tun. Gell? In aller Demut und Langmut. Aber das ist es. Und dann sagt er letztendlich, ich sage euch, beziehungsweise hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Du musst ihn aus der Gemeinde entfernen und zwar radikal. Wenn er nicht hören will, warum sagt er, weil du böse bist? Nein, zum Guten für ihn und für die Gemeinde. Das ist nämlich wie ein Krebsgeschwür. Das geht rum in der Gemeinde. Gell? Und wir haben gestern das von 3. Mose 14 gelesen, der Priester, dieses Bild. Der Priester soll gucken am Aussatz, ob der Aussatz im Haus ist. Er soll gucken, er soll es prüfen. Und wenn es letztendlich weitergefressen hat, dann muss er die Steine entfernen. Das ist biblisch. Wieso? Da ist das Problem oft, dass man dann sagt, ich habe das wirklich schon mitbekommen, dass man sagt, ja, aber wenn wir jetzt die Steine entfernen, die sind doch bei uns in der Leitung und die sind bei uns, die haben die wichtigen Dienste. Und wenn wir die rausmachen, dann bricht doch alles zusammen. Wieso? Das ist dann pragmatisch gedacht. Das kennt die Bibel aber nicht. Sie sagt, dann nimmst du, wie gestern gesagt wurde, nimmst neue Steine. Und wenn Gott der Herr keine Steine schenkt, dann musst du halt, gell? Aber du kannst doch die Sünde nicht dulden. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Und der Herr Jesus sagt hier sogar, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst und auf der Erde. Das heißt, du hast Vollmacht, das zu tun. Und er sagt, da wo zwei oder drei dann zusammenkommen in meinem Namen, und hier geht es um Gemeindezucht, da bin ich mitten unter euch. Das heißt, der Herr Jesus steht voll dafür. Das ist jetzt die Praxis. Ne, das ist die Theorie.
Ich weiß es natürlich oder bin ich mir bewusst, ich habe damit nicht so viel in der Praxis. Ich habe schon Erfahrung, aber nicht so viel, dass die Schattierungen in der Praxis dann so vielfältig sind, dass ich froh bin, dass gleich die Brüder, wenn ihr Fragen stellt, da hochkommen. Gell? Das gibt's dann keine Schablone, denke ich. Aber ich denke, das Grundgerüst ist doch klar. Mein Thema ist eigentlich heute nur Gemeindezucht. Ist was Biblisches. Denn Gott ist heilig, wir sind heilig und die Gemeinde ist heilig. Und wenn wir das nicht tun, sind wir letztendlich Jesus ungehorsam. Ganz zum Schluss bringe ich nur hier, was soll mit einem unbußfertigen Sünder geschehen? Er soll aus der Mitte hinweggetan werden. Der wirklich nicht umkehren möchte, er soll Satan übergeben werden. Du sollst keinen Umgang mit ihm haben, zurechtweisen. Du sollst dich zurückziehen, abwenden, abweisen und du sollst ihn behandeln wie ein Heide und ein Zöllner. Gell? Soweit die Lehre von mir. Ich hoffe, ihr habt jetzt Fragen. Aber ich denke, eins hoffe ich, ist wichtig geworden. Letztendlich bauen wir Gemeinde nach Gottes Maßstab. Seine Heiligkeit ist unsere Motivation, das zu tun. Gell? Kein Machtmissbrauch, sondern einfach nur so, wie es geschrieben steht. Und ich werde jetzt zum Abschluss noch beten und dann bitte ich die Brüder hervor. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der absolut heilig ist, der absolut getrennt von Sünde ist, der nichts Profanes in sich hat und der Sünde auch nicht duldet, Herr. Und wir können nur staunen, dass du armselige Sünder, verlorene Sünder gerettet hast, dass du sie durch das kostbare, teure Blut errettet hast und erkauft hast und dass wir jetzt in dieser Freiheit leben dürfen, Herr Jesus. Und lass uns das auch immer größer vor Augen werden, dass wir nicht nur Zucht haben, sondern dass wir die Größe und die Befreiung erkennen, Herr, dass das, was du auch in deinem Wort sagst, zum Guten dient. Bitte, dass wir auch unseren Auftrag in dieser Welt wahrnehmen als Gläubige und vor allen Dingen Bau der Gemeinde, Herr, ernst nehmen nach deinem Wort. Wir danken dir, Herr, dass du ein wunderbarer, großer Gott bist, der so gnädig ist, dass er uns sein Wort gegeben hat. Amen. Ja, es kommt jetzt überraschend, aber ich werde spontan mit Gottes Hilfe noch ein bisschen ergänzen und sicher auch andere Brüder. Die Gemeindezucht, die kann ja nicht bei jeder Sünde geübt werden, sonst wären die Gemeinden leer. Ja, richtig? Aber es geht um Sünden, die die Gemeinde vergiften, die offensiv ausgelebt werden, zum Beispiel Ehebruch oder Doppel-Ehe und was es alles schon gab in Gemeinden oder auch Dinge, die Gott ganz klar verbietet, homosexuelle Beziehungen, Perversionen, aber eben auch falsche Lehren. Nicht? Wenn falsche Lehren, wenn Zeugen Jehovas jetzt hier kommen würden und die Gottheit Jesu bestreiten oder irgendwelche sagen, wir brauchen jetzt den Sabbat unbedingt oder die neuen Apostel und was auch immer oder ihr müsst jetzt alle euch die Hände auflegen lassen, dann muss die Leitung eingreifen und sagen, das wird bei uns so nicht gelehrt. Und die Leute, die das verbreiten, die müssen ausgeschlossen werden. Matthäus 18, ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, alles aus dem Gedächtnis, da steht ja der Zusammenhang bei dieser Gemeinderegel, diese drei Stufen, was du sehr gut dargestellt hast, dass vorher es auch geht um das verlorene Schaf. Das heißt, es geht um zwei Dinge, um die Zurechtbringung des Sünders, dadurch, dass er praktisch Widerstand erfährt und selber dann darüber nachdenkt. Wenn man ihn laufen lässt, dann wird es immer schlimmer und andere werden angesteckt. Also der Sünder selber soll gerettet werden. Und deshalb heißt es auch in 1. Korinther 5, dieser vielleicht schwer verständliche Vers, beschlossen den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus, nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus vereinigt hat, ihn dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Also er soll äußerlich aus der Gemeinde hinausgetan werden, das heißt dem Satan übergeben, das heißt in den Machtbereich Satans in die Welt hinein, aber damit sein Geist gerettet werde, damit er umkehrt. Und dann, wenn er wirklich umkehrt, Buße tut und die Dinge bereut und auch lässt, die falschen Lehren, die falschen Lebensstile, dann kann man ihn auch wieder aufnehmen. Ganz praktisch brauchen wir dazu einen Beschluss der Leitung, der Ältesten oder falls nicht vorhanden Bruderrat und was es alles geben mag, aber dann auch der Gemeindeversammlung, um das zu tun. Ich denke, in Gemeinden, die biblisch sind, da kommt das immer mal wieder vor,
dass jemand im Ehebruch lebt oder falsche Lehren verkündigt. Und dann müssen wir, wie schon gesagt, unter vier Augen ansprechen. Wenn es nichts nützt, noch einen Bruder als Zeugen hinzuziehen oder zwei. Und wenn das auch nicht hilft, dann vor die ganze Gemeinde bringen, damit die Gemeinde dann auch ausschließt. Und aber das Ziel ist die Umkehr des Sünders von seinem falschen Weg, von seiner falschen Lehre und dem falschen Lebensstil und natürlich auch die Bewahrung der Gemeinde vor dem Sauerteig der Sünde und der Irrlehre. Das ist ganz eminent wichtig. Soweit jetzt von mir eine kleine Ergänzung. Vielleicht hat auch Bruder Karl Hermann direkt noch spontan etwas oder auch andere Brüder. Ich denke, ein wichtiger Punkt bei Gemeindezucht ist es, dass die Schrift eigentlich Stufen lehrt. Genauso wie wir gerade gehört haben, wie es Stufen gibt, der Verwarnung bis hin, dass man es öffentlich macht, so gibt es auch Stufen in der Gemeindezucht. Zum Beispiel im 2. Timotheus 2, 24 und 25 sagt die Bibel, dass es Leute gibt, die zum Beispiel widerspenstig sind. Das heißt, die widerstehen dir in der Gemeinde. Nun gibt es leider Gemeinden, die dann hingehen und Gemeindezucht ausüben. Ist falsch. Ich hatte den Fall praktisch, und zwar, ich habe einen Mann gehabt von höchster Intelligenz, der war aber leider, er hat dann gesagt, und er wollte immer individuell sein, ich bin nicht dir treu, aber der Gemeinde. Er musste mir ja nicht mir, sondern am Herrn. Aber er hat gemeint, ich muss auch in der Gemeinde nicht treu sein, mit dem nicht dir. Und er hat dann einfach dagegen gearbeitet. Und dann kam ein anderer Bruder zu mir und hat mich aufgefordert, den müssen wir unter Gemeindezucht stellen. Der hat mich genauso geärgert, der Bruder, wie ihn. Vielleicht noch mehr sogar, weil er immer mich angegriffen hat. Aber es steht in 2. Timotheus 2, 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das heißt, es gibt Dinge, wo nur jemand gegen die Gemeindelinie geht, wo jemand boshaft ist und auch gegen die Gemeinde geht, wo ich ihn nicht hinaustun darf. Ich muss ihn ertragen, sagt die Bibel. Sobald aber sowas kommt wie 1. Korinther 5, wo Sünde, die zum Beispiel zum Sündekatalog von Römer 1,18 oder 1. Korinther 6,9 oder das sind ja die gravierenden Sündekataloge, auch Offenbarung 29, 21 gehören, dann setzt Matthäus 18 ein. Aber es kann auch ein Fall sein, wo man Matthäus 18 im Endeffekt gar nicht anwenden kann. Ich hatte es auch schon, wo mich jemand das Gesicht neu anlügt und alles streitet und sogar eine Doppelehe gelebt hat. Das war so gravierend, das ist auch schon von der Frau her öffentlich gewesen. In so einem Fall musst du einfach handeln. Und musst ihn hinaustun, das haben wir auch getan. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Ebene. Die betrifft jetzt einen Punkt, wo man hier fast schon Götze erzeugt. 1. Timotheus 5, 19. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, das ist jetzt die erste Stufe von Matthäus 18, die ist vorbei. Zweite Stufe von Matthäus 18 ist vorbei. Jetzt geht es darum, sie öffentlich zurechtzuweisen, dann kommt Gemeindezucht. Da sagt er, die, welche sündigen, weise vor allen zurecht, damit sich auch die anderen fürchten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gemeindezucht macht vom Ältesten nicht Halt. Und es kann auch passieren, dass ich den Ältesten hinaustun muss. Und wenn man die Sache ganz sachlich betrachtet, dann hat man eigentlich ganz klare Regeln, nach denen man vorgehen soll. Das Problem ist, in 1. Korinther 5 sagt die Bibel als Kriterium Böses. Jetzt muss man einfach gucken, was definiert die Bibel als Böses, als Sünde. Und wenn das vorkommt, dann muss man handeln. Wenn dann dasjenige Buße tut, dann sagt vor allem Paulus, der in den Korintherbrief das Problem hat, in 1 hat er dieses furchtbare Geschehen, in 2 geht er dann seelsorgerlich vor, dann sagt er,
wenn derjenige Buße getan hat und er die Strafe von allen, und Gemeindezucht hat nichts mit dem zu tun, dass die Älteste das tun, sondern die Älteste geht hin und die Gemeinde muss hinaus tun, dass dann letztendlich, wenn der Buße tut, dass er nicht in zu große Traurigkeit versinke, sagt die Bibel, da müsste immer ein bestimmter Punkt, das müssen wir auch vor Gott bewegen, müsste ihm einfach die Möglichkeit geben, zurückzukommen. Ich weiß von Gemeinden, die man hat Folgendes, wenn jemand unter Gemeindezucht war, dann setzen sie ihn, solange er lebt, muss man sich vorstellen, solange er lebt, in die letzte Reihe. Dass jeder weiß, der in der letzten Reihe sitzt, der ist unter Gemeindezucht gewesen. Das ist natürlich schon teuflisch, Entschuldigung, wie ich so sage. Aber man muss diese Stufe schön ausprobieren. Wir haben jetzt, unsere Gemeinde ist 33 Jahre alt, wir mussten 4-mal Gemeindezucht anwenden. Wir haben Gemeindezucht angewendet, beziehungsweise müssten es 4-mal angewendet haben, ich muss vorsichtig sein. Wir haben 3-mal definitiv Gemeindezucht angewendet, 2-mal wegen Ehebruch, eindeutig. Und zum Beispiel, da ist das Gespräch so gelaufen, dass nach Matthäus 18 der Mann, Bruder, zu mir sagte, du brauchst mir nichts erklären, ich weiß es sowieso alles. Dann kannst du die Stufe 2 gleich sparen. Wir haben dann die Leute offiziell unter Gemeindezucht gestellt. Das heißt, was heißt das, Gemeindezucht? Man muss ja immer gucken. Die Bibel sagt an anderer Stelle, du sollst nicht mit ihnen essen. Das heißt, Gemeindezucht heißt, ich mache das bei uns, ich möchte es einfach praktisch machen. Wir haben einen Doppelsaal. Wir haben oben einen großen Saal und unter ein kleinerer Saal, wo es Abendmahl ist. Und dort trifft sich die Gemeinde zum Brotbrechen, zum Abendmahl. Oben sind die Besucher, da kommt jeder, wo Versammlung besuchen will. Und da ist eigentlich die Gemeinde. Dann wird unten vor der Gemeinde ganz klar deklariert, der Bruder XY lebt den Ehebruch, er lässt sich nichts sagen und damit stellen wir unter Gemeindezucht. Das heißt, wir verbieten ihm das Abendmahl, er hat keine Dienste mehr in dieser Gemeinde und jetzt kommt der nächste Punkt, ihr dürft ihn nicht einladen, ihr dürft mit ihm nicht essen, ihr müsst ihn genauso schneiden, wie es jetzt die Bibel sagt und da muss die Gemeinde als Ganzes es tun. Nur so funktioniert Gemeindezucht. Es funktioniert nicht, wenn die Ältesten sagen, tu ihn hinaus. Dann hast du 5, 6, die sagen, oh, die sind zu hart, wir laden ihn ein, dass ihm gut geht. Das geht nicht. Die Gemeinde macht Gemeindezucht, nicht die Ältesten. Die Gemeinde geht als Ganzes vor und dann kommt ein entscheidender Punkt bei der ganzen Sache. Man muss einfach nüchtern sachlich feststellen, dass es dann noch etwas gibt, wo das in der Mitte stecken bleibt. Nur Beispiel. Wir sind zum Ehepaar hingegangen und da ist Folgendes passiert. Der Mann hat im Rausch, dann Bauernhof, hat er sogar Leute lebensgefährlich, nicht verletzt, aber in Gefahr gebracht, also hätte es Tote geben können. Gell? Und wir sind dann zu ihm und haben ihn gestellt. Das ist ja der Schritt, wo die Gemeinde praktisch, da kam nicht ein Mann, sondern wir kamen gleich als Älteste, weil wir dann handeln müssen. Da ging es ja um gefährliche Situationen. Und dann sagt der Mann, ja, aber der Vater von dem Ältesten ist habsüchtig, warum tut ihr da nichts? Wisst ihr, und wenn wir dann anfangen zu diskutieren, dann haben wir einfach etwas festgestellt und das war uns glasklar. Wir haben dann mal die Bekehrung von dem Mann zum Beispiel untersucht. Wir kamen alle zum Schluss, dass dieser Mann nicht echt wiedergeboren ist, dass er einfach nicht echt ist. Er hat Dinge getan, die Bibel sagt ja im Präsens aktiv, wenn du dauernd in der Sünde lebst, wir haben es gestern auch gehört, du bist dauernd in der Sünde, wenn es Präsens aktiv ist, dann sagt die Bibel, das ist ein Zeichen, dass du nicht wiedergeboren bist. Und bei ihm war es ein Dauerzustand, Präsens aktiv im tiefsten Sinne des Wortes, hat die ganze Zeit jahrelang in dem gelebt, kam immer wieder raus. Und dann haben wir ihm einfach erklärt, das ist jetzt eine Stufe der Gemeindezucht, die geht anders. Wir haben ihm dann klipp und klar erklärt, wir glauben, dass du nicht wiedergeboren bist. Und haben gesagt, aus dem Grund betrachten wir dich nicht als Bruder. Du kannst natürlich dann auch nicht zum Abendmahl. Du kannst natürlich in die Versammlung kommen, überhaupt kein Problem. Aber du kannst nicht praktisch in die Gemeinde kommen. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem. Das ist biblisch gesehen nicht Gemeindezucht, sondern es ist die Feststellung, dass jemand gar nicht gläubig ist. Gemeindezucht betrifft immer nur Gläubige. Also da würde ich jetzt, darum habe ich gesagt, Grenzfall. Die gefallen sind. Ja, die gefallen sind. Wir haben einen vierten Fall gehabt und darum sage ich, 4 hätten wir tun sollen, das haben wir dann nicht getan, weil die Schwester hochschwanger war.
Aber da ging es um Ehebruch und andere Dinge. Und bevor wir dann handeln konnten, ist sie weggegangen. Dann brauchst du keine Gemeindezucht machen. Du brauchst jetzt nicht denjenigen im Sinne von offiziell hinausweisen, wenn er schon fort ist. Wenn er von allein geht, dann brauchst du keine Gemeindezucht. Da ist das Problem erledigt. Und du kannst dann natürlich der Gemeinde klipp und klar sagen, die Schwester ist gegangen. Wenn sie nicht gegangen wäre, hätten wir Gemeindezucht ausgeübt. Gell? Das ist okay. Aber was mir jetzt wichtig ist bei den ganzen Dingen in der Praxis, du hast Stufen. Manchmal kann es auch heißen, einmal sagt die Bibel, du sollst ihn nur schneiden, von solchen wende dich weg, schneide sie, das ist die milde Form der Gemeindezucht. Wo du einfach dann sagst, naja, mit dem tue ich jetzt nicht so schön wie mit dem anderen Gläubigen. Der soll merken an meinem Verhalten, dass ich eigentlich mit ihm nicht einig bin. Und eben wieder in der Hoffnung, ein Bruder hat damals mal wunderschön gesagt, was ist Ziel jeder Form der Gemeindezucht, der Milden, der Harte bis hin zum Ausschluss. Er sagt, auf dass es besser mit ihm werde. Dass derjenige kommt und sagt, warum redest du nicht mit mir am Sonntag? Du redest mit den anderen, warum redest du nicht mit mir? Sag ich, das ist ein ganz einfacher Grund. Guck her, hier, 1, 2, 3. Schau Gemeindezucht, aber mild. Wieso, jetzt kommt das Problem, da gehört Weisheit dazu, Jakobus 1,5, da muss ich vom Herrn das bewegen. Wo wende ich welche Stufe an? Welchen Härtegrad? Ist klar, wenn offener Ehebruch da liegt, haben wir zweimal gehabt, eindeutig, dann musst du radikal handeln, weil du musst die Gemeinde schützen. Oder wenn Hurerei vorliegt, wenn sie wirklich unverheiratet zusammenleben, dann musst du handeln. Aber ich möchte nochmal betonen, ich darf sie ihnen nicht verbieten, in die Gemeinde zu kommen. In der großen Saal darf sie kommen. Sich bekehren. Ja, sie darf kommen. Ah, nicht nur bekehren, sondern umkehren. Sie darf auch als Leute, die unter Gemeindezucht stehen, oberkommen. Nur, die Gemeinde darf sie nicht einladen. Da kann man jetzt nicht sagen, oh ja, ich lade jetzt 3 Leute ein heute, willst du auch kommen? Das geht nicht. Jetzt kommt das Hauptproblem. Mein Problem mit der Gemeindezucht ist nicht, dass die klarstehende Führer, Älteste der Gemeinde das konsequent macht. So, mein Problem ist, dass die Gemeinde mitmacht. Und dazu musst du lehrmäßig die Gemeinde von der Gemeindezucht her schulen. Du musst ihnen die Stufe erklären. Du musst ihnen ganz klar zeigen, wann du wie wo handelst. Wo ich das dem Bruder sagte, ich kann den nicht unter Gemeindezucht stellen, weil er ist ja bloß boshaft und widerspenstig gegen uns Älteste und gegen mich vor allem. Und da habe ich klipp und klar gesagt, die Bibel sagt nicht, sie sagt nicht einmal, ich soll ihn öffentlich irgendwie bekannt machen. Sie sagt nur, du musst es ertragen, du musst ihn hinweisen und dann musst du beten, weil du einen Mensch hast, der unter dem Fallstrick des Teufels ist. Und von daher ist Gemeindezucht absolut notwendig, um die Gemeinde so zu erhalten, wie Gott will. Das haben wir von Sven gehört und das ist auch ganz wichtig. Aber ich sage es mal ganz ehrlich, es ist nicht einfach. Jetzt kommt der ganz wichtigste Punkt. Ich darf keine persönlichen Ziele, keine Aversionen haben, nicht beleidigt sein, nicht frustriert sein. Es darf nicht um meine Ehre gehen. Ich bin wie eine Person, die überhaupt nichts mit zu tun hat. Ich muss vollkommen neutral vom Wort Gottes her sein und dann ganz genau untersuchen, welche Stufe wende ich an. Also so ist praktisch und so haben wir es bisher praktisch gemacht. Ich sage es auch ganz ehrlich, ich bin Gott unendlich dankbar, dass wir es nicht öfters tun mussten. Weil es ist nicht schön, das muss man ganz klar sagen. Übrigens, der eine Mann, wo wir unter Gemeindezug gestellt haben, auch wegen Ehebruch, das ist ganz einfach gegangen, der ist weggegangen und inzwischen ist er Pastor einer Gemeinde. Aber ist dramatisch.